Ja, moin, was denn hier los? Geht schon weiter? Das war knapp gerade. Ja, herzlich willkommen zurück zur neuen Aufnahme von Rollercoaster. War doch schon eng. Ich hab's jetzt natürlich wieder laufen lassen, haben wir ja gesagt gehabt, machen wir ja. Haben jetzt die Besucher erreicht, haben auch die Parkwertung ist super. Ja, alles perfekt. Aber eben gerade war es doch schon mal knapp, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, so 10 Minuten davor, waren unter 1400 Besucher. Und dann musste ich hier nochmal ein bisschen Marketing machen und dann ging das schon. Jetzt haben wir Oktober und gleich haben wir es geschafft, den Park hier. Was habe ich gemacht? Ich habe eigentlich nicht viel gemacht. Ich habe, was habe ich gemacht? Einen Hamburger Stand habe ich gebaut. Da auch. Hier habe ich Zuckerwatte. Nee, gar nicht wahr. Hier habe ich Luftballon. Habe ich sonst noch irgendwo was gemacht? Nö, ne? Ja, ich habe hier ein paar Leute zum Putzen noch eingestellt und das war's eigentlich. Also es war hier nicht wirklich viel los. Außer, dass natürlich wieder Besucher ankamen, die nicht aus dem Park herausgefunden haben. Wie eh und je. Warum auch immer. Diesmal haben wir ja eigentlich darauf geachtet, dass das nicht passiert. Aber anscheinend hat das nicht wirklich viel geholfen. Ich weiß nicht, ob hier doch irgendwie was war, was wir vielleicht übersehen haben. Ich habe keine Ahnung. Mal einen Schluck trinken hier. Ah. So, wollen wir hier mal kurz durchschauen. Wie viel sollte es denn nämlich gefahren? 4.700. 4.100. 4.200. Okay, hiermit sind die meisten gefahren mit Hör nur übel. Das ist der hier, ne? Ja, weil der gleich vorne ist, ne? Die anderen sind alles ein bisschen weiter hinten. Klar. Hier sind bestimmt auch schon viele mitgefahren. Jawohl. Ich habe auch für den nächsten Park, wenn es klappt, ich weiß nicht, was wir für einen Park haben, eine Idee bezüglich hiermit. Wenn wir es dann rechtzeitig bekommen sollten, ne? Dann habe ich da schon eine kleine Idee. Autoscooter kam. Wir gucken mal hier rein, was kam denn alles. Kennen wir schon. Ah, hier sind so ein paar Sachen, die haben wir noch nicht gebaut. Können wir aber noch bauen. Hier eine Tretbahn. Also die können wir dann in den nächsten Parks vielleicht mal mit einbauen. Oder hier eine Zirkusvorstellung. Achterbahn, glaube ich. Die hier, ne? Die kam neu. Die kennen wir auf jeden Fall noch nicht hier. Ja, schauen wir uns hier mal ein Foto an. Oder kennen wir die schon? Ich glaube nicht. Geld haben wir auch genug. Was haben wir denn hier? Hier 3D-Kino hatten wir, glaube ich, auch noch nicht gebaut. Den auch noch nicht, den Topspin. Und den Rotodrop auch noch nicht. Da kommen wir aber noch zu. Wasserbahn, den kennen wir, glaube ich, noch nicht. Flussfahrt, ne? Die muss man auch selber bauen. War hier irgendwas noch? Toilette, Hüte haben wir alles gebaut. Eis habe ich jetzt hier noch nicht gebaut. Das brauchen wir jetzt aber auch nicht mehr bauen. Das wäre jetzt Quatsch. Aber ansonsten, der Park hier lief bis zum Ende hin eigentlich ganz gut. Am Ende wurde es doch schon mal noch ein bisschen holprig. Aber es lief dennoch ganz gut eigentlich. Und ja, jetzt habe ich Aufnahme neu gestartet. Wenn wir diesen Park hier fertig haben, mache ich einen kleinen Cut rein. Dann habt ihr eure Folge, beziehungsweise gucken wir uns schon mal einen neuen Park raus. Dann habt ihr schon mal eure Folge. Und dann, ja, dass wir die so beenden, dass der Park fertig ist, ne? Dass wir nicht direkt mit dem neuen Park anfangen mit bauen. Weil ist ja dann auch irgendwie doof, ne? Bei dem neuen Park einfach zwischen mitten in der Folge anfangen. Darum dachte ich, wäre das ein ganz guter Weg. Kleinen Moment mal. Ja, ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir das denn so machen. So, 1600, wie viel haben wir hier? Da ist gleich zu Ende und dann fliegen hier die Ballons. Ballons wurden hier diesmal gar nicht so sehr viel gekauft, obwohl die recht früh schon da waren, ne? Vielleicht liegt es aber auch daran, dass, ja, hier, hallo, vier Leute hauen einfach ab mit, jawohl, noch welche. Hallo, warte doch, ist gleich vorbei. Mann.
Der Park war an sich eigentlich schön. Schade nur, dass wir hier nicht großartig mehr bauen konnten. Na klar, man hat schon Jackpot, wenn hier diese drei Bahnen drin sind, die hier, ne? Das ist schon krass. Das bringt natürlich schon einiges. Mal gucken, bin gespannt. Wir haben ja die ganzen Parks schon mal durchgeguckt. Mal gucken, was wir jetzt für nächsten haben. Also große Überraschungen sind es jetzt nicht mehr, weil wir sie schon kennen. Außer wir gehen jetzt direkt mal auf den letzten gleich in der Kategorie hier. Weil der erste, der neue, den haben wir dann noch gar nicht gesehen. Und vielleicht ist das einer, den wir gleich machen. Mal gucken. Schauen, was? Gäste verlaufen sich oder kommen nicht weiter. Prüfen Sie Fußwege. Ich weiß nicht, warum. Wieso verlaufen die sich oder kommen nicht weiter? Es geht doch überall weiter. Es ist keine große... Ja, hier, das hier ist ein bisschen doof gebaut, ne? Aber das waren wir ja nicht. Das war ja von vornherein schon. Und das ist halt auch ein bisschen doof. Das waren wir halt, ne? Hier geht man hoch und dann muss man wieder zurücklatschen. Ja. Das ist ein bisschen schade. Einspurbahn kennen wir schon. Autoscooter, da könnte man auch... Man könnte schon... Ja. Ein Park, einfach einen geraden Park, ne? Aber ist dann halt auch blöd, komplett geraden Park. Diese Bahn hier oben finde ich immer noch beschissen. Das ist keine Geisterbahnfahrt hier. Die Folge wird dann wohl doch ein bisschen kürzer als sonst. Ich habe ja die Folge momentan so bei 15 bis 20 Minuten. Die wird dann doch vielleicht ein bisschen kürzer. Jetzt sind wir bei 6 Minuten. Mal gucken. Wir gucken mal. Wir gucken. Wie viel wurden jetzt hier an Hotdogs verkauft? Weil das lief ja richtig gut, ne? Fast 500. Yay! Mindestens 1400 Besucher bis Ende Oktober Jahr 3 im Park zu haben, sowie eine Parkwertung von 600. Sie haben ihr Ziel erreicht mit einem Verkehrswert der Firma in Höhe von 80.226. Wir haben noch 56.347 Cent auf Tasche. Haben 1600 Besucher glatt. Hervorragend. Und die Luftballons fliegen. Ja, es sind nicht so viele. Nächstes Mal machen wir mal rote Luftballons. Rote Luftballons hört sich, glaube ich, ganz gut an. Jawohl. So, speichern wir den ganzen Spaß mal ab hier. Jawohl, überschreiben. Achso, ich pause. Neues Spiel. So, das war hier, der hier, ne? Den kannten wir ja schon. Ich wollte doch auf den da drunter klicken. Ist der jetzt neu? Jawohl. Mindestens, ja gut, das brauchen wir jetzt nicht machen. Wir haben eben gerade einen Park gemacht mit 200 mehr. Da brauchen wir jetzt den nicht machen hier. Wobei es überall in jedem Park neue Herausforderungen gibt. Alter Falter. Okay, Moment mal. Kaufen Sie... Ach so. Also das gehört hier noch zum Park dazu. Und der Park ist wirklich nur dieses kleine Stückchen hier. Und das hier könnte man kaufen. Boah, nee. Ist ja doof. Also ganz ehrlich, ne? Ich will es jetzt nicht machen, weil ich will es halt auch machen. Ich will halt auch nur die Parks spielen, die mir auch Spaß machen, ne? Wieso soll ich einen Park spielen, der mir keinen Spaß macht? Und ich glaube nicht, dass der mir hier groß Spaß bereiten würde. Vor allem nicht über 3 Jahre. 2 Jahre hätte ich gesagt, okay, komm, machen wir. Aber 3 Jahre? Also fällt der schon mal flach. So, den haben wir gemacht. Den, genau, also da brauche ich nicht. Also davor brauche ich nicht mehr gucken. Den haben wir gemacht. Den wollen wir nicht. Den haben wir gemacht. Was ist denn hiermit? Nein, 1300 macht auch keinen Sinn. So gehen wir halt bis zum Ende durch, ne? Und dann mindestens 1200. Ja, das ist auch... Ja, es ist interessant, ne? Man kann am Ende vielleicht nochmal rumgucken und nochmal so einen Park machen. 1400, das ist das gleiche wie eben. Nur die Herausforderung hier ist, dass der Park auch unfassbar klein ist. Das machen wir auf jeden Fall am Ende nochmal. Ne? So ein Park, so einen kleinen Park können wir auf jeden Fall mal machen. Das könnte denn, achso, das war der. Das könnte denn auf jeden Fall auch nochmal eine Herausforderung sein. So, Eis, das war der hier. 1200, ja, nö. Jetzt mal irgendwie hier mehr Leute oder sowas. Keine Ahnung.
Vulkania. Um das Projekt abzuschließen, sollen alle 5 teilweise gebauten Achterbahnen, ach ja, das war das ja. Ach, das ist krass, ne? Das ist richtig krass, finde ich. Die machen wir auf jeden Fall, aber da würde ich jetzt ungern jetzt einsteigen. Die machen wir aber auf jeden Fall. Das hier sieht doch ganz gut aus. Mindestens 2000 Besucher im Park zu haben und die Parkwertung darf niemals unter 700 fallen. Das klingt doch auch nicht schlecht, oder? Wir machen hier direkt mal auf Pause. Ich glaube, das ist denn eher so, so ein Park, den man des Öfteren schon mal auf Pause machen muss. Und hier weiß man nicht, wie lange. Also hier wird nichts gesprungen. Hier ist von vorne bis Ende, ne? Weil wir müssen ja das Ziel erreichen mit 2000. Und da bleiben wir halt einfach bei. Wie groß ist denn der eigentlich? Ach doch, der ist schon... Ach doch, hier können wir echt schöne Sachen machen, weil da haben wir eine schöne Größe. Hervorragend. Was? Ach, ich kann das hier nicht aussuchen. Sollte doch immer aussuchen hier. Geht das hier nicht? Okay, na schade. Wir lesen uns das hier nochmal kurz durch. Ohne jegliche finanzielle Einschränkungen. Ach, das sehe ich jetzt erst. Sollen Sie diesen Wüstenpark ausbauen? Dabei die Besucher bei Laune halten. Und dabei die Besucher bei Laune halten. Ach, schaut an. Das habe ich gar nicht gesehen. Wir haben kein Geld. Und wir brauchen auch kein Geld. Darum gibt es hier auch keine Option zum Auswählen. Haha. Was haben wir denn hier schon für... Och, Gottchen. Oh, das ist doch doof. Oh, hier. Donutstand. Oh. Granatapfelstand. Oh. Ah, das ist ja doof. Also es ist gut mit Geld, aber es ist doof, dass ich hier nicht schneller machen kann und dass wir hier so wenig Sachen haben. Hier zum Beispiel ein Twister. Ja gut, ziehen wir durch, ne? Würde ich sagen, irgendwie, ne? Machen wir hier was Schönes. Freue ich mich drauf. Das mache ich jetzt gleich sofort im Anschluss. Für euch ist diese Folge jetzt leider schon zu Ende, nach 13 Minuten circa. Aber macht jetzt keinen Sinn, da weiterzumachen. Wir haben gerade den Park beendet, also knacken wir hier einmal und dann... Knacken? Wieso sollten wir denn knacken? Ach, keine Ahnung. Beenden wir hier einfach und dann geht's gleich weiter. Hier ist ja auch nichts mit Preis und so. Gut, ich steige gleich hier wieder mit ein. Bis gleich. Oder nö, bis morgen. Tschüss.